Liebe Geschwister, kennt ihr das, dass manche Bibelstellen, da sagt man, wow, da ist so viel drin. Zum Beispiel der Epheserbrief, so ein Brief, der so tief ist an Reichtum, wo man sagt, ach, das ist so herrlich, den lese ich sehr gerne. Oder auch Philippa, Kolosser, solche Briefe. Aber wer weiß, was in den ersten 10 Kapiteln von 1. Chronik steht? Wer erfreut sich daran? Wer erfreut sich an den Geschlechtsregistern? Oh, wer erfreut sich an der Völkertafel ganz in Mose, ganz am Anfang? Wer erfreut sich an solchen Dingen? Stimmt es dann wirklich, dass jedes Wort Geist gehaucht ist, dass jedes Wort Leben schafft in mir? Wisst ihr, das war so ein bisschen die Frage, mit der ich mich, also ich wusste natürlich von Anfang an die Antwort, aber wenn man manchmal so ein Thema zugewiesen bekommt, dann überlegt man sich, okay, wie mache ich das lebendig? Wie mache ich das so, dass alle am Ende sagen, okay, Halleluja, das war jetzt nicht einfach nur irgendeine Theorie, sondern ich verstehe davon etwas, es soll irgendwie etwas über mein Leben aussagen. Mir wurde das Thema die Feste des Herrn zugewiesen und ich wusste von Anfang an, das ist jetzt kein totes Thema, aber es ist dennoch eins, wo man vielleicht manche direkt am Anfang ein bisschen verliert. Aber darum lass es mich dir sagen, mir ist die Aussage, die Bedeutung, die dahinter steht, wirklich groß geworden. Die Feste des Herrn ist keine leere Theorie, ist nicht ein Überbleibsel aus dem Alten Testament. Es steht halt noch in der Bibel drin, aber das hat mit uns nichts mehr zu tun. Es ist auch nichts, wo wir sagen, Halleluja, wir feiern jetzt wieder die Feste, so wie es die Juden gemacht haben. Es hat eine Aussage für dich und für mich. Es hat etwas mit deinem Leben zu tun. Es hat etwas mit der Gemeinde zu tun. Schaut, Gott hat diese Feste angeordnet und hat gesagt, das ist eine ewige Ordnung. Eine ewige Ordnung. Ich glaube, dass wir manchmal das Wort Gottes so nehmen müssen, wie es dasteht. Eine ewige Ordnung. Aber wir müssen auch schauen, was ist damit gemeint. Lasst uns mal ganz am Anfang 3. Mose Kapitel 23 aufschlagen. Wer sich intensiv mit diesem Thema beschäftigen will, 3. Mose 23 ist quasi so wie ja, die Zusammenfassung von dem Ganzen. In 3. Mose 23 geht es um die Feste des Herrn. Ne, wenn man jetzt hier über das Passa liest, hier wird in diesem Kapitel recht wenig über das Passa geschrieben, aber man kann natürlich dann in 2. Mose 12 und so weiter, da kann man, sag ich mal, das Einzelne nochmal vertiefen. Es gibt auch genügend Kapitel über das Laubhüttenfest nochmal oder wo das nochmal beschrieben ist, aber 3. Mose 23 ist die Zusammenfassung. Lass uns mal anfangen, die ersten 3 Verse lesen. Halleluja. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Zunächst Vers 2. In Vers 2 sehen wir, es sind nicht die Feste Israels. Es sind nicht die Feste des Alten Testaments. Gott sagt, es sind meine Feste. Meine Feste. Halleluja. Nicht die Feste Israels. Meine Feste, sagt der Herr. Und er sagt, ihr sollt hier heilige Festversammlungen einberufen. Tatsächlich, wenn man sich es anschaut, es sind 7 Feste insgesamt. Und die sind jeweils in 3 Gruppen nochmal unterteilbar. Also die ersten 3 sind ganz am Anfang. Dann ist fast mittendrin, aber schon noch mehr Richtung Jahresanfang, das 4. Fest und dann sind nochmal 3 am Ende des Jahres. Also 3 Gruppen quasi. Und Gott sagt, ihr sollt 3-mal nach Jerusalem kommen zu diesen Festen. Wenn wir uns das anschauen, Johannes zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, aber wenn du mal schaust, Jesus hat auf der Erde circa 32, 33 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh rum gelebt. Gewirkt hat er 2, 3 Jahre. Wie viel, wenn du jetzt Johannes anschaust,
Johannes 13 ist schon die Fußwaschung. Wann ist der Einzug? Johannes 11? Johannes 12? In dieser Zeit von Johannes 12 bis Johannes 20, Johannes 21, das ist alles innerhalb von wenigen Wochen passiert. Alles passiert hier. Und wisst ihr, es passiert eigentlich jedes Mal, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, ist es bis auf ganz wenige Ausnahmen immer bei einem Fest. Ob es das Passa ist, ob es das Laubhüttenfest ist. Aber es ist immer ein Fest, wenn Jesus nach Jerusalem kommt. Passa, es war eine Festversammlung, wo all das, ja, wo wir dann Golgatha haben. Diese Feste waren wichtig und Gott hat quasi zum Volk gesagt, ihr müsst alles stehen und liegen lassen. Und ihr müsst kommen nach Jerusalem und müsst diese Feste feiern. Schaut, wir sollten nicht einen Moment denken, es wäre irgendwie ja, einfach eine schöne Zusammenkunft gewesen, ohne größere Bedeutung. Oder es gehe nur um Gemeinschaft. Wisst ihr, dreimal im Jahr mussten sie alle nach Jerusalem kommen. Wenn du ein Land verteidigen willst, ist es mit eins der schlechtesten Dinge, die du tun kannst, dass alle einfach an einem Ort zusammenkommen. Wisst ihr, für das Volk Israel hat es Jahr für Jahr bedeutet, vertrau auf den Herrn. Du gehst nach Jerusalem. Ja, du gehst, auch wenn dein Nachbar dir gerade feindlich gesinnt ist. Du gehst trotzdem in dem Glauben, dass dein Haus noch steht, wenn du zurückkommst. In dem Glauben, dass dein Haus nicht komplett ausgeraubt ist, sondern dass noch ein bisschen was da ist. Man musste Gott vertrauen. Gott sagt, kommt nach Jerusalem, dreimal im Jahr, egal was sonst noch so passiert. Gott hat nie gesagt, ja, unter der Voraussetzung, dass Frieden ist. Kommt nach Jerusalem, feiert die Feste des Herrn. Und dann fängt er an mit dem Sabbat. Was hat denn der Sabbat da zu suchen? Der Sabbat ist eigentlich keines dieser großen Feste. Der Sabbat war kein Fest, wo alle nach Jerusalem kommen sollten. Es war ein Fest, das jede Woche aufs Neue gefeiert wurde. Die Juden haben es am Samstag, Halleluja, wir haben am Sonntag unseren Ruhetag. Warum hat es hier was zu suchen? Halleluja. Der Sabbat ist quasi das beständige Fest. Das Fest, das jede Woche aufs Neue gefeiert wird. Halleluja. Passa wird einmal im Jahr gefeiert. Alle von diesen Festen, Laubhüttenfest, Posaunenfest und so weiter, einmal im Jahr. Aber der Sabbat immer wieder sollte man sich daran erinnern. Halleluja, an was sollte man sich erinnern? An was sollte man sich daran erinnern? Nein, nicht am Sabbat. Beim Passa, Halleluja. Da hast du mal einer anderen Frage vorweggegriffen. Alles gut, Halleluja. Ja? Halleluja. Hast du auch die Bibelstelle dazu? Hebräer 4. Halleluja. Lasst uns aufschlagen. Hebräer 4. Weil wisst ihr, das ist etwas sehr Wichtiges. Es kommt immer mal wieder auf. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten 2, 3 Jahren gehört habe, warum feiern wir nicht eigentlich den Sabbat? Und jedes Mal denkt man sich, ah, Bruder, lass uns Hebräer 4 aufschlagen. Da siehst du, dass wir eben sehr wohl den Sabbat feiern, aber nicht so wie die Juden. Hebräer 4, lesen wir erstmal ab Vers 3. Hebräer 4, Vers 3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Hiermit bezieht er sich auf das Volk Israel, die Gott ungehorsam waren und Gott hat zu ihnen gesagt, ihr sollt nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem 7. Tag so gesprochen und Gott ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Lass uns ein bisschen springen, lass uns weiterlesen ab Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Wir sehen, wenn es um den Sabbat geht, für uns als Christen, hier steht, wir sollen in die Ruhe eingehen,
eifrig sollen wir danach bestrebt sein, in diese Ruhe einzugehen. Nicht an einem bestimmten Tag der Woche, sondern beständig sollst du in dieser Ruhe sein. Schaut, Gott konnte damals nicht zum Volk sagen, feiert jeden Tag Sabbat. Halleluja. Die mussten ja auch noch was arbeiten. Aber wir sollen beständig in dieser Ruhe sein. Was ist diese Ruhe? Gott hat am siebten Tag geruht, hat kein Werk mehr getan, hat nichts mehr gemacht. Hat Gott seit dem Tag nie wieder etwas gemacht? Natürlich. Gott wirkt. Gott wirkt. Muss ich jetzt nichts mehr tun? Hier steht geschrieben, Halleluja, wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken. Warum ermahnen wir uns eigentlich zu guten Werken? Ich kann doch ruhen von allen Werken. Schaut, wir müssen schon verstehen, worum es geht. Jesus ist meine Sabbatruhe. Warum? Weil Jesus hat das Werk am Kreuz vollkommen und ohne irgendetwas auszulassen vollbracht. Erkennst du daran in Johannes 19, wo Jesus ausruft, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Jesus hat es vollbracht. Jetzt sage ich, Jesus ist meine Sabbatruhe. Ich kann in ihn hineintreten. Ich kann sagen, in Jesus Christus ist das Erlösungswerk vollbracht. In Jesus Christus muss ich nichts mehr tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil ich bin in der Gegenwart Gottes. Durch Jesus Christus, durch sein Blut. Das heißt, ich muss mich nicht mehr anstrengen. Ich muss mich nicht mehr anstrengen, um durch eigene Werke etwas vor Gott aufzubauen. Jesus hat es getan. Das ist etwas, worin ich beständig sein darf. Das ist nichts, wo ich dann sage, Halleluja, jetzt ruhe ich von meinen Werken. Ich ruhe von den Werken, die ich gemacht habe, um Gott, um dadurch zu Gott zu kommen. Die Werke brauche ich nicht mehr. Diese Werke sind verschwendete Zeit. Ich kann davon ruhen, aber ich kann sagen, Jesus hat es vollbracht. Jesus hat am Kreuz alles für mich getan. Er starb stellvertretend für mich, sein Blut floss für mich. Ich kann sagen, das nehme ich an im Glauben und ich trete in die Ruhe ein. Deswegen sind Christen ruhige Menschen. Halleluja. Wenn du merkst, du bist unruhig, tritt in die Ruhe. Tritt in die Ruhe. Schaut, es kann dem Christen das Schlimmstmögliche passieren. Was wartet auf ihn nicht mehr der Himmel? Wartet auf ihn nicht mehr die Herrlichkeit? Natürlich. Was interessiert es mich dann, was mir hier auf der Erde passieren kann? Schau, Stephanus, als er die Herrlichkeit sah, die Steine waren ihm egal. Da hat er die Steine getrost ertragen. Warum? Weil er wusste, er kommt in die Herrlichkeit Gottes. Amen. Er wusste, das wartet auf mich. Wisst ihr, jemand, der eigentlich lauter Steine abbekommt, der hat eigentlich nicht mehr wirklich Zeit, um ganze Sätze zu bilden. Ne? Ein Stein schmeißt, du versuchst vielleicht zu sagen, hört auf, der nächste Stein landet gegen deinen Kopf und hier und da und du schreist auf vor Schmerzen. Stephanus war schon quasi wie weg. Er hat Jesus Christus in seiner Herrlichkeit gesehen. Das wartet auf uns. Entsprechend können wir in einer Ruhe sein. In einer Ruhe. Jesus hat es getan. Ich muss nichts mehr tun, um zu Gott zu kommen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt nichts mehr zu tun habe. Das heißt, ich darf in dieser Gegenwart Gottes sein. Ich darf in Christus sein. Und Christus darf und soll und muss in mir leben. So wie Gott, als er am siebten Tag jetzt gesagt hat, okay, jetzt ich ruhe von all meinen Werken. Er hat seit dem Tag dennoch sehr viel getan. Sehr viel hat er gewirkt seit diesem Tag. Aber es steht geschrieben, die Werke sind beendet. Seit der Grundlegung sind eigentlich die Werke schon beendigt in Christus. Versteht ihr, was ich meine? Hat jemand eine Frage an dieser Stelle? Weil es ist schon wichtig, dass wir verstehen, was für uns der Sabbat ist. Für uns ist der Sabbat nicht, so wie die Juden, ich mache an diesem Tag kein Werk, das heißt, ich gehe kaum noch raus, kochen ist eigentlich schon fast zu viel und so weiter und so fort. Schaut, wir sind nicht in Gesetzlichkeit. Es ist nicht ein Tag, sondern es ist ein Leben in Jesus Christus, in der Ruhe Gottes, wo der Feind mich nicht aufschrecken kann. Amen. Gehen wir zurück in 3. Mose 23 und dann siehst du ab Vers 4,
wie es jetzt um die Feste geht. Jetzt werden die einzelnen großen Feste des Herrn aufgeführt. Und also wie gesagt, wir bauen auf der Grundlage auf, in dieser beständigen Ruhe vor Gott zu sein. Und jetzt kommen diese 7 Feste. Von Vers 4 bis Vers 14 lesen wir von den ersten 3 Festen. Das ist zunächst das Passafest, damit wird das alles eingeläutet. Tatsächlich war es sogar so, dass Gott als Israel aus Ägypten auszog, sagte er zu ihnen, okay, das ist von nun an der erste Monat für euch. Hier beginnt quasi die Jahresrechnung. Gott hat quasi den Kalender neu geordnet und hat direkt am Anfang ein Fest angesetzt. Und am 14. Tag des Monats feiert man eben das Passafest. Ich will kurz einen Überblick geben. Am 14. das Passafest, vom 15. bis zum 21. das Fest der ungesäuerten Brote. Und Halleluja, dann ist da noch das Fest der Erstlingsgabe. Das ist jeweils am Sonntag nach dem Passafest. Das sind diese ersten 3 Feste. Dann passiert 50 Tage lang nichts und dann ist Pfingsten. Man nennt es auch das Wochenfest, weil man hat quasi ab dem Fest der Erstlingsgabe hat man gerechnet, okay, 7 mal 7 Wochen plus 1 Tag. Warum? Es ist eine interessante Frage. Aber wir haben am Ende 50 Tage. Deswegen heißt es Wochenfest, weil man hat es immer ausgerechnet. Okay, jetzt 7 Wochen ab hier und dann nochmal 1 Tag dazu. Und dann haben wir eben Pfingsten. Also Pfingsten steht nochmal einzeln für sich. Da liegen fast 2 Monate dazwischen nochmal. Und dann im 7. Monat, am 1. Tag des 7. Monats, das können wir dann lesen, Halleluja, ab Vers 23 hier in diesem Kapitel, da lesen wir dann von dem Posaunenfest. Dann ist der große Versöhnungstag am 10. Tag des 7. Monats und vom 15. bis zum 22. Und damit ist es auch gleichzeitig das längste Fest, das Laubhüttenfest. Halleluja. Das sind die Feste des Herrn, die nicht nur Israel gelten, sondern sie gelten genauso auch uns. Warum feiern wir sie nicht? Warum feiern wir kein Passa? Ich meine, wir verstehen ja eigentlich schon die geistliche Bedeutung von Passa zumindest. Er schließt sich für uns ja sehr schnell. Ne? Jesus ist unser Passalamm, der unsere Sünden getragen hat. Ne? Und dann geht der Verderber, geht verschonend an der Tür rüber. Das bedeutet Pessach, verschonend vorübergehen. Das heißt, das Blut des Lammes bedeckt mich, bedeckt meine Schuld und so weiter. Und das Gericht geht an mir vorüber. Ja, das ist Jesus Christus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Warum feiern wir das nicht? Schaut, die Antwort steckt da mit drin. Ja, in Jesus Christus ist es eben erfüllt. Lasst es uns, ich kann es euch zeigen, es steht in Kolosser Kapitel 2. Also falls dich mal jemand fragt, Bruder, Schwester, warum feierst du eigentlich nicht das Passafest? Okay, sag ihm Kolosser Kapitel 2, ab Vers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Oder wie man es auch übersetzen kann, wovon aber Christus der Körper ist. Also wir sehen, auch diese Feste, auch die Sabbate, die Juden gefeiert haben, sind nur ein Schatten. Und Jesus Christus ist quasi der Körper. Er hat das Wesen. Er ist quasi derjenige, der den Schatten wirft. Er wirft den Schatten. Wenn du eine Person kennen willst, schaut, ihr seht meinen Schatten an der Wand. Wenn du nur meinen Schatten betrachtest, wie viel lernst du über mich? Du wirst vielleicht erkennen, dass ich keine Frau bin, dass da keine langen Haare sind. Du wirst drauf schließen, es ist wahrscheinlich ein Mann. Aber was lernst du sonst noch an meinem Schatten? Wenn du eine Person kennenlernst, betrachte und du versuchst, sie kennenzulernen, indem du den Schatten betrachtest, was weißt du am Ende?
Ist die Person schön? Du kannst vielleicht sagen, die ist mehr oder weniger dick. Das kann man vielleicht sagen. Man kann vielleicht aufs Geschlecht schließen. Aber was will man denn sonst noch sagen? Inwiefern weißt du irgendetwas über das Wesen der Person, indem du den Schatten betrachtest? Nur ein Unverständiger betrachtet den Schatten anstatt der Person. Halleluja. Betrachte nicht den Schatten. Betrachte die Person. Und wenn wir jetzt uns die Feste anschauen, dann müssen wir Jesus Christus darin sehen, sonst sehen wir nur einen Schatten. Verstehst du? Wir müssen diese Feste geistlich verstehen. Was ist damit gemeint? Wie kann ich hier Jesus erkennen? Weil die Bibel sagt es mir hier ganz deutlich. Jedes einzelne Fest weist auf Jesus Christus hin. Ohne Ausnahme. Also muss ich Jesus sehen oder ich übersehe das Wichtigste. Entweder sehe ich Jesus, ob es im Passafest ist, ob es im Laubhüttenfest ist, ob es beim Versöhnungstag, ob es beim Posaunenfest ist. Wenn ich Jesus nicht sehe, dann habe ich es verpasst. Dann ist das, was Gott mir sagen wollte, an mir vorübergegangen. Und ich wandle in Gesetzlichkeit. Weil genau das ist es. Es ist Gesetzlichkeit. Wenn ich nicht Jesus sehe, sondern etwas anderes. Und daran halte ich mich fest. Das nennt man Gesetzlichkeit. Diese Feste, Halleluja, sie geben uns Auskunft. Und wenn man sich das anschaut, Halleluja, es sind nicht die Feste Israels, wie schon am Eingang erwähnt, es sind die Feste des Herrn. Es sind die Feste, die eine ewige Ordnung haben, ob Israel da ist oder nicht, ob Israel existiert oder nicht, ob sie in der Diaspora sind oder nicht. Diese Feste haben Gültigkeit. Sie hängen nicht von der Nation Israel ab. Es sind die Feste des Herrn. Und diese Feste, sie gelten nicht nur dem Volk Israel, sie gelten genauso auch uns. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du, du hast einen Körper, du hast Schatten. Das heißt, da ist ein Licht da. Ein Licht, das leuchtet und 7 Schatten wirft. Und was du daran erkennst, wer sich im Alten Testament ein bisschen auskennt, der kommt darauf, okay, ich sehe hier vor mir den Leuchter, den 7-armigen Leuchter des Herrn. Halleluja, wenn du dir das Bild anschaust, dann hast du die ersten 3 Feste. Du hast das Passafest, du hast, Halleluja, du hast das Fest der ungesäuerten Brote, du hast das Fest der Erstlingsgabe, das sind die ersten 3 auf der linken Seite. Dann hast du in der Mitte, alleinstehend, hast du Pfingsten. Und dann hast du auf der rechten Seite wieder 3 Feste. Das Posaunenfest, Halleluja, den Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Das ist Jesus Christus. Das ist ein Bild von Jesus Christus im Alten Testament. Jesus, der von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, nicht das Licht für Israel. Nicht das Licht für alle, die glauben an mich. Ich bin das Licht der Welt. Es leuchtet allen, nicht nur uns hier, Halleluja. Es leuchtet allen Menschen. Alle Menschen können dieses Licht sehen. Dafür waren die Feste gedacht, die ein Schatten waren nur von Jesus Christus selbst. Jesus Christus ist derjenige, der das wahre Licht der Welt ist. Du siehst hier, wie Jesus Christus sich der Welt präsentiert. Die ersten 3 Feste sind in der Vergangenheit bereits geschehen. Halleluja, du hast das Passafest. Wie wir es schon, ja, wie schon erwähnt, das Passafest, es erinnert an den Auszug aus Ägypten. Es erinnert daran, dass der Verderber durch Ägypten ging und er wollte jeden erstgeborenen Sohn töten. Nicht nur von den Menschen interessanterweise, sogar von den Tieren. Da wurde kein Unterschied sogar gemacht. Das war blutig. Aber wer ein Lamm, ein makelloses Lamm, nicht irgendein Lamm, sondern ein makelloses Lamm, man hatte es 4 Tage bei sich in der Wohnung gehabt, Halleluja, hatten sie alle ein Haustier. Dann hast du das 4 Tage lang untersucht. Ist es denn wirklich makellos? Hätte das auf einmal gehinkt? Hätte man es austauschen müssen, hätte man sagen müssen, das ist kein makelloses Tier. Es musste makellos sein. Man hat es 4 Tage quasi unter die Lupe genommen und dann wurde es geopfert und man hat das Blut genommen
Und als der Verderber kam und er hat das Blut gesehen, ging er weiter. Das Blut hat es verdeckt. Wir sehen hier, wie Jesus für uns gestorben ist, wie er sein Blut hat fließen lassen. Für die Welt. Halleluja. Stellvertretend starb Jesus für uns. Jesus war absolut sündlos. In 1. Korinther 5 heißt es sogar, Jesus ist unser Passahlamm. Du kannst es nachlesen, es steht in 1. Korinther 5 in den Versen 7 bis 8. Lass es uns am besten aufschlagen, weil wir, Halleluja, kommt das sogar direkt über zum nächsten Fest, der sich da direkt dran anschließt. 1. Korinther 5. Die Verse 7 und 8, da heißt es, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Hier kommen wir direkt über zum nächsten Fest, nämlich dem zweiten Fest, dem Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage lang hat Gott gesagt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ungesäuertes Brot ist, stellst dir vor, wie Knäckebrot. Da ist nichts aufgegangen. Sauerteig macht, dass der Teig aufgeht. Es ist im Endeffekt so richtig dünn. Und ich sag mal so, wir haben eigentlich heutzutage nur noch gesäuertes Brot, weil es schmeckt. Und gesäuertes Brot ist dünn und geht halt nicht auf. Da fehlt das luftig, lockere. Das ist da einfach nicht da. Sauerteig ist in der ganzen Bibel hindurch ein Bild für Schlechtes eigentlich. Ein Bild für Verführung, ein Bild für Unreinheit. So wie es auch hier in 1. Korinther 5 verwendet wird, der Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Und an diesem Fest, beim Fest der ungesäuerten Brote, musste man jeden Sauerteig entfernen. Der durfte nicht mehr im Vorratsschrank stehen. Der durfte nichts mehr im Haus sein. Man hat es sogar so gemacht, also man hat das Haus akribisch gereinigt. Man hat wirklich in jedem Eck geguckt, ob da irgendwie ein Sauerteig hingefallen sein könnte. Ich habe mich dann gefragt, okay, lag da überall im Haus Sauerteig, aber okay. Wer ordentlich ist, muss weniger sauber machen, das lernt man daraus. Aber man hat dann ein bisschen Sauerteig, also wenn man sich sicher war, da ist kein Sauerteig mehr in meinem Haus. Man hat noch ein Fitzelchen genommen, also man hat extra ein bisschen Sauerteig genommen und ist damit raus auf die Straße gegangen und hat es verbrannt. Haben sie alle gemacht und haben damit quasi demonstriert, ich habe keinen Sauerteig und das letzte bisschen habe ich mit Feuer verbrannt. Da ist nichts mehr in meinem Haus. Halleluja. Halleluja. Schaut, das Haus Gottes muss gründlich gereinigt werden. Muss gründlich gereinigt werden. Das hat Jesus auch schon getan. Er war zweimal im Haus seines Vaters und hat es gereinigt. Halleluja. An diesem Fest ist er in den Tempel gegangen. Du kannst es nachlesen in Johannes 2, Vers 13. Und dann nochmal in Markus 11, da macht er es nochmal zum zweiten Mal. Markus 11, ab Vers 15. Jesus geht am Tag, während diesem Fest der ungesäuerten Brote, geht er in den Tempel und er schmeißt die Händler raus. Er schmeißt die raus, die aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle machen, sagt er. Die ein Kaufhaus daraus gemacht haben. Es geht um Konsum, es geht um Profit, aber es geht nicht mehr um Gott selbst. Jesus reinigt. Halleluja. Er reinigt nicht nur damals, sondern genauso auch heute. Er reinigt auch heute noch. Und auch wir sollen uns entsprechend reinigen. Wir sollen uns reinigen lassen, auch durch ihn. Halleluja. In 1. Korinther 6, Vers 11, wenn wir da gerade ein Kapitel weiterspringen, da heißt es, und solche sind etliche von euch gewesen. Die Rede ist von Unzüchtigen, Götzendienern, Ehebrechern und so weiter. Die Bibel sagt, etliche von euch sind solche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das heißt, Jesus hat in mir eine absolute Reinigung vollbracht.
Und in dieser Reinigung soll ich sein. Paulus sagt, feg den alten Sauerteig aus. Lass da nichts mehr sein. Da darf keine Unreinheit sein. Halleluja, ja, du bist rein gewaschen durch das Blut des Lammes, aber lebst du auch rein? Dieses Fest soll mich daran erinnern. Dem Haus Gottes geziemt Heiligkeit, heißt es einmal. Dieses Fest soll mich daran erinnern, in meinem Haus, da darf nichts sein. Halleluja. Ich habe es mir, man bekommt manchmal so viele Sachen. Und bei manchen Sachen ist man sich unsicher gewesen. Ne? So, Erbstücke zum Beispiel, dies, jenes. Und wir haben es uns einfach gemacht, meine Frau und ich. Wir haben gesagt, wenn wir Zweifel haben oder wenn wir uns unsicher sind bei etwas, schmeißen wir es raus. Warum Fackeln? Ist es so wertvoll? Ist es so teuer? Ist es nicht so, als würden wir Besitztümer wegschmeißen, sondern es geht um Sachen, die eigentlich keinen großen Wert haben, oder? Wir wollen kompromisslos sein. Wenn wir keinen guten Eindruck haben, unser Haus ist rein. Halleluja. Es wird nicht lang gefackelt. Ne, wenn ich überlege auch nicht, inwiefern habe ich jetzt dies. Halleluja. Ich will kurzen Prozess machen. Und nicht meine Sünde entschuldigen oder irgendwie hindrehen oder irgendwie versuchen als richtig darzustellen. Halleluja. Die Bibel sagt, verflucht ist, wer Süßes bitter und Bitteres süß nennt. Es ist Hexerei. In meinem Haus darf es keinen Sauerteig geben. Jesus hat eine gründliche Säuberung in uns bewirkt und es soll auch weiterhin in uns stattfinden. Und dann ist das dritte Fest. Das dritte Fest, das zeitlich genau daran anschließt, das ist das Fest der Erstlingsgabe. Vom Zeitpunkt her hatten wir gesagt, das findet statt am Sonntag nach dem Passafest. Jetzt habe ich eigentlich die Antwort schon gleich mitgeliefert. Wer weiß, was an diesem Tag passiert ist? Was ist am Sonntag nach dem Passafest passiert? Am ersten Tag der Woche. Die Auferstehung. Halleluja. Am Fest der Erstlingsgabe ist Jesus Christus auferstanden. Schaut, die Bibel ist ein Buch. An solchen Dingen erkennt man immer wieder. Wer noch nicht erkannt hat, dass die Bibel das beste Buch, das es überhaupt gibt, ist, der hat noch nie ein richtiges Buch gelesen. Die Bibel übertrifft alle Bücher in so vielerlei Hinsicht. Du hast so viele Querverbindungen. Schau, wir sind in 1. Korinther, lass uns weiter blättern in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 ab Vers 20. Da siehst du, wie alles perfekt aufgeht. Es erstaunt mich immer wieder. Es ist immer wieder so erstaunlich zu sehen, die Bibel ist ein perfektes Buch. Es ist ein perfektes Buch. Es hat Querverweise, da kann keiner mithalten. Da kann das Gehirn mit all seinen tausenden Verbindungen und Nervenverbindungen und ob es Millionen sind, ich weiß nicht, wie viele es an der Zahl sind, das kann nicht mal mithalten. Auch, ich habe mal so ein Bild gesehen, da hieß es, ja, es gibt 6000 Querverweise. Und ich denke mir, ja, die wir erkannt haben vielleicht. Die derjenige, der das erstellt hat, erkannt hat. Oh, es sind so viele mehr. Es sind so viele mehr. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling. Wie hieß das Fest? Fest der Erstlingsgabe. Halleluja. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Halleluja. Vers 23 heißt es dann nochmal, als Erstling Christus. Halleluja. Wisst ihr, es gab drei große Ernten, ne? Gerstenernte, Weizenernte und dann gab es auch noch Wein und so weiter, also Trauben. Und es gab so verschiedene Erntezeiten. Und Gott hat es in seiner Weisheit so eingerichtet, dass das nicht alles gleichzeitig zur Ernte kommt. Ne? Die Gerstenernte ist im Frühjahr, die Weizenernte ist im Spätjahr. Gott hat das alles schön fein säuberlich aufgeteilt. Auch hier steckt etwas Wunderbares dahinter. Und dann siehst du, jetzt hast du die erste Ernte, die eingebracht werden soll. Und es war damals so, im ganzen Land hat niemand geerntet, bis die Erstlingsgabe, das heißt, man ist gegangen und hat
etwas geerntet als, und hat das genommen, hat daraus ein Speisopfer gemacht und hat es vor Gott dargebracht. Und erst ab diesem Moment durfte man ernten. Vorher war keine Ernte erlaubt. Es musste die Erstlingsgabe Gott dargebracht werden. Und erst dann durfte man ernten. Jesus ist selbst diese Erstlingsgabe. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Der Erste. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, wer mittlerweile auch dazu gehört? Du und ich. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du gestorben in Christus und von Neuem geboren. Halleluja. Das ist das Fest der Erstlingsgabe. Es ist, man kann auch sagen, es ist das Fest der Auferstehung. Und Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Und wie ich bin, keine Ahnung, nur mal so und so viel. Aber ich bin auf jeden Fall auch dabei. Amen. Und du sollst auch dabei sein. Welche Nummer es sein mag, ist egal. Hauptsache, Jesus ist die Nummer eins. Halleluja. Hier begann dann die Erntezeit. Eine weitere Parallelstelle, man kann hier in diesem Zusammenhang auch Römer 8, Vers 9, wie gesagt, schaut, es ist nicht nur 1. Korinther, es ist nicht nur eine Bibelstelle, sondern die Bibel bestätigt sich andauernd, aber sie wiederholt sich dabei nicht. Es ist unglaublich. Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, Vers 29, entschuldigt, Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er ist der Erstgeborene, der Erste, der aus dem Tod hervorgekommen ist. Damit ist er der Erstgeborene aus den Toten. Diese drei ersten Feste haben sich erfüllt. Sie haben ihre Erfüllung gefunden in Jesus Christus. Schaut, wenn jemand jetzt sagt, warum feiern wir kein Passa? Ja, ich feiere es jeden Tag, denn Jesus ist für mich gestorben. Ich feiere nicht mehr das Fest der ungesäuerten Brote. Ich wandle in Lauterkeit. Ich will in Wahrheit wandeln. Wenn ich Sauerteig sehe, dann fege ich den raus. Halleluja. Es muss sein wie eine, es darf sich kein Sauerteig mehr einnisten in meinem Haus. Wenn sich so ein Staub Sauerteig niederlässt, dann fege ich den raus. Ich halte mein Leben rein vor Gott. Ja, warum soll ich ein Fest feiern? Ich soll entsprechend leben. Das ist das, was das Fest uns vermitteln soll. Du sollst darin leben. Halleluja. Jetzt haben wir Pfingsten. Pfingsten ist dieses eine Fest, was raussticht. Pfingsten ist nicht normal. Pfingsten ist wirklich nicht normal. Schau, du hast die drei am Anfang, dann hast du die drei am Ende. Und Pfingsten steht da einfach mal vollkommen für sich allein. Was ist da los? Da musste man wegen einem Tag zusammenkommen nach Jerusalem? Ja, schaut, es ist anstrengend gewesen, an Pfingsten zu kommen. Wisst ihr, am Passafest zu kommen? Ja, du bist da eine ganze Woche. Am Laubhüttenfest zu kommen? Ja, du bist da eine ganze Woche. Die Unterkunft, die baust du dir sogar selber. Baust dir eine Laubhütte auf. Halleluja. Du musst nicht gucken nach einem Hotel. Musst da nicht dich drum kümmern, wo du übernachten kannst. Du baust dir eine Laubhütte. Gehört dazu. Jetzt musste man wegen einem Tag nach Jerusalem kommen. Zu Pfingsten. Schaut, es ist das beschwerlichste Fest. Dem Fest, dem wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, die meisten ferngeblieben sind. Auch wenn es ungehorsam war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass an diesem Fest die wenigsten zusammengekommen sind. Ne, weil bei Passa, da deckst du gleich drei Feste mit ab. Drei in einem. Beim Laubhüttenfest, also gegen Ende des Jahres, ist es nochmal genauso, hast du drei in einem. Und wenn du bei Pfingsten nicht kommst, dann kannst du sagen, ich bin zwar zwei von dreimal gekommen, aber ich habe sechs von sieben Festen gefeiert. Das ist eine gute Quote. Es ist interessant, gell, dass Jesus in diesem Zusammenhang sagt, geht nicht weg. Bleibt in Jerusalem. Die Jünger, Jesus ist auferstanden. Hat 40 Tage gewirkt. Wo ist er in den Himmel aufgefahren? In Jerusalem? Nein. Er ist hochgelaufen. Er war ganz im Norden. Er war wieder beim See Genezareth. Und dann sagt er, okay,
geht nach Jerusalem und bleibt dort. Jesus ist quasi einfach nur nach hoch gelaufen, damit die Jünger wieder runterlaufen mussten. Die mussten wieder zurücklaufen nach Jerusalem. Es war beschwerlich. Du siehst, 500 waren Zeugen der Auferstehung Jesu, aber nur 120 waren an diesem Tag da. Nur 120. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus allen von diesen 500 gesagt hat, geh nach Jerusalem, bleibe dort, bis du die Kraft empfängst, bis du den Heiligen Geist empfängst. So viele verpassen auch heute noch den Heiligen Geist. So viele verpassen es auch heute. Schau, das ist das Erste, was du siehst. Pfingsten, es sticht heraus. Es ist das beschwerlichste Fest von allen. Es kommt mit der größten Hürde, denn nur wegen einem Tag muss man dorthin laufen. Wegen einem einzigen Tag. Und da habe ich nicht das wunderbare Passalam vor mir. Da habe ich nicht die Laubhütten und das war kuschelig. Ne? Du baust dir eine Hütte auf und dann lebst du darin. Es war ein Abenteuer. Es war ein Abenteuer für alle, für die ganze Familie war was dabei. Nein, am Pfingsten kamst du zusammen. Und wisst ihr, was man gemacht hat? Ja, man hat geopfert. Aber das Hauptopfer war, du hast zwei Speisopfer genommen, hast die dargebracht vor Gott. Zwei Speisopfer hast du genommen und hast sie dargebracht vor Gott. Und wisst ihr, das waren nicht mal ungesäuerte Speisopfer. Eigentlich waren alle Speisopfer ungesäuert. Das heißt, du hast Brot genommen, wo kein Sauerteig drin war, hast es gebacken, hast es dargebracht vor Gott. Ja, so sind Speisopfer. Aber nein, diese beiden Speisopfer, die man am Pfingsten dargebracht hat, waren sogar gesäuerte Speisopfer. Ist das nicht unrein? Ist es nicht unheilig? Schau, 3. Mose 23, schau es dir selbst an. Das ist höchst ungewöhnlich. Das ist wirklich höchst ungewöhnlich. Gott verurteilt die ganze Zeit Sauerteig. Das ist der Sauerteig der Schlechtigkeit und der Bosheit. Und dann steht hier 3. Mose 23, Vers 17, ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei Webebrote bringen, von 2 Zehntel Eva Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert, gebacken werden, als Erstlinge für den Herrn. Wieder Erstlinge? Wieder Erstlinge? Wie viele Erste gibt es denn eigentlich? Schaut, du hast hier die Juden, die Gläubigen aus den Juden und die Gläubigen aus den Heiden. Sie sind gesäuert. Sie kommen nicht an die Vollkommenheit von Jesus Christus ran. Ist auch nicht möglich. Aber es wird Gott dargebracht. Und dann siehst du in Vers 18, ganz am Ende, ne, es wird dargebracht mit verschiedenen anderen Opfern. Und dann heißt es hier, es ist ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch. Und in 3. Mose 23 wird einige Male von Opfern geredet. Aber nur hier ist die Rede davon, es ist zum lieblichen Geruch. Die anderen Opfer waren auch zum lieblichen Geruch, aber hier wird es erwähnt. Obwohl es gesäuerte Brote waren, die dargebracht worden sind, war es dennoch ein lieblicher Wohlgeruch für Gott. Das sind die Christen, die ihr Leben Gott dargebracht haben. Die ihr Leben ganz Gott geben. Und wisst ihr, es kommt Feuer darauf. Es kommt Feuer. Es war ein Feueropfer zum lieblichen Geruch. Und ja, es waren zwei Schaubrote. Aber in Epheser 2, Vers 14, da siehst du, Halleluja, Epheser 2, Vers 14, wir springen ein bisschen hin und her aus dem im alten Neuen Testament. Es ist gut, es ist geistliches Training. Es ist wie nennt man das, wenn man hin und her rennt, Cardio-Training. Das ist wichtig. Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, aus Juden und aus Heiden, und jetzt nicht allgemein die Juden und die Heiden, sondern die Gläubigen aus den Juden und die Gläubigen aus den Heiden. Er ist es, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Halleluja. Das ist am Pfingsten passiert. Das ist an Pfingsten passiert. Ab Pfingsten gab es da keinen Unterschied mehr. Schaut, an welchen Sprachen wurde da geredet? Alle möglichen Sprachen. Halleluja, sogar Persisch, hat mein Bruder letztens erzählt. Amen.
Da waren alle möglichen Sprachen mit dabei. Warum? Amen, weil ab jetzt kam es zu allen Menschen. Ab jetzt gab es da keinen Unterschied mehr. Wer hat da in Sprachen geredet? Waren das schon die Heiden? Nein, es waren noch die Juden eigentlich. Es waren eigentlich fast nur Juden. Aber sie haben in heidnischen Sprachen geredet. Jesus hat aus beiden eins gemacht. Amen. So ist die Zungenrede etwas, was uns, Gott hat seinem Volk eine Sprache gegeben. Sprache ist etwas, was verbindet. Es ist etwas, was verbindet. Amen. Schaut, wenn ich, du kannst Deutscher sein, aber du bist aufgewachsen irgendwo in Asien, wo auch immer. Du hast nie Deutsch gelernt. Und jetzt komme ich dorthin, wo du lebst und ich mache da quasi Urlaub und wir treffen uns. Dann sagst du, ich bin auch Deutscher. Auf Englisch, auf irgendeine andere Sprache. Ich kann mit dir nicht auf Deutsch reden. Du bist nicht irgendwie, wir sind nicht, du bist nicht mein Landsmann, um es so zu sagen. Weil Sprache ist das, was mich verbindet. Ob es der Bayer ist, ob es der Sachs ist, ob es der Berliner sogar ist. Ja, aber wir haben dieselbe Sprache. Ich kann ihn verstehen. Manchmal ist es ein bisschen schwer. Aber wir haben eine Sprache. Eine Sprache ist wichtig für ein Volk. Du siehst es beim Turmbau zu Babel, ne? Als Gott, sie hatten eine Sprache. Und sie waren dadurch in der Lage, Gewaltiges zu vollbringen. Das darf man nicht unterschätzen. Weil sie eine Sprache hatten, waren sie in der Lage, Gewaltiges zu vollbringen. Die Menschheit hat seit 100 Jahren Gewaltiges auf die Beine bekommen, weil wir eine Weltsprache haben. Im Mittelalter gab es keine Weltsprache. 16., 17., 18. Jahrhundert, es ist viel passiert, aber es gab noch keine Weltsprache. Als Englisch die Weltsprache wurde, du siehst, wie die Menschheit, ne, auf einmal waren wir auf dem Mond. In 20 Jahren sind sie vielleicht schon auf dem Mars. Keine Ahnung. Der Mensch, wenn er eine Sprache hat, ist in der Lage, Gewaltiges zu vollbringen. Eine Sprache ist wichtig. Als Gott die Sprachen bei Babel gab, er hat eine Verwirrung gebracht. Was kam? Sie konnten sich nicht mehr verstehen. Sie waren keine Einheit mehr. Sie sind getrennte Wege gegangen, haben sich verstreut. Von hier an haben sie sich verstreut über die ganze Erde, weil sie nicht mehr dieselbe Sprache hatten. Verschiedene Sprachen sorgt für Entzweiung, sehen wir beim Turmbau zu Babel. Gott hat der Gemeinde an Pfingsten eine Sprache gegeben, und zwar die Zungenrede. Die Zungenrede ist nicht die Gabe von verschiedenen Arten von Zungenreden. Das ist was anderes. So viele denken, es ist eine dieser neuen Gaben. Nein, die Zungenrede ist nicht eine dieser neuen Gaben. Es gibt eine Gabe, das ist die Arten von Sprachen. Das bedeutet, in ganz bestimmten Zungen zu reden, wo dann ein anderer, der die Gabe der Auslegung hat, er nimmt diese Sprache und er kann sie auslegen. Es sind bestimmte Arten von Zungenreden. Es wird ganz deutlich, als wenn diese Gaben aufgezählt werden, wird es ganz deutlich so benannt. Es ist nicht die Gabe der Zungenrede, sondern die Gabe der Arten von Zungenreden. Die Zungenrede ist für jeden Gläubigen. Halleluja. Warum? Du sollst im Reich Gottes arbeiten. Und du sollst da auch gefälligst die Sprache Gottes reden. Dann kann ich mit dem Afrikaner, mit dem Asiaten, mit dem Amerikaner, wir können alle gemeinsam am Haus Gottes bauen. Wir haben sogar dieselbe Sprache. Halleluja. Wir können zusammenkommen. Wir beten in Zungen. Wir beten in Einheit. Gott hat diese Zungenrede an Pfingsten gegeben. Er hat aus beiden eins gemacht. Von hier an gab es keinen Unterschied mehr. An der Zungenrede haben die Juden auch erkannt, dass es nun keinen Unterschied mehr gibt. Schaut, als Petrus zu dem römischen Hauptmann kam, der musste sich danach rechtfertigen. Die haben ihn zur Rede gestellt, was ist da jetzt los? Gehst du zu den Heiden auf einmal? Er hat ihnen Zeugnis abgelegt. Und als sie gehört haben, dass sie auch in Zungen geredet haben, dass der Geist auch auf sie kam und sie in Zungen geredet haben, da haben sie erkannt, dass nun das Heil auch zu den Heiden gekommen ist. Daran erkennt man es. Es ist keine Lappalie, es ist nichts, was man haben kann oder nicht haben kann. Es ist etwas, was ich haben muss, wenn ich Gott dienen will. Amen. Ich will Gott dienen. Schaut, wenn jemand... Jemand wandert ein in Deutschland und er fängt an zu arbeiten. Er kann noch kein Deutsch. Er wird Deutsch lernen müssen. Selbst wenn du in einem großen Konzern arbeitest, wo es heißt, die offizielle Sprache im Unternehmen ist Englisch. So der neue Trend, selbst wenn es deutsche Unternehmen sind. Es heißt, Englisch ist die Unternehmenssprache. Ja, aber glaub mir, die alle lernen Deutsch.
weil sie sich mit ihren Kollegen unterhalten können wollen. Das ist wichtig. Sie lernen Deutsch. Sie leben hier, sie lernen Deutsch. So ist es auch mit uns als Christen. Wir müssen die Zungenrede haben. Wir wollen arbeiten im Reich Gottes, effektiv arbeiten im Reich Gottes, ohne dass da Hindernisse sind. Schaut, Gott hat uns ein Werkzeug gegeben, damit wir ganz schnell in Einheit kommen. Und das ist für Gott ein lieblicher Geruch. 3. Mose 23, ein lieblicher Geruch für den Herrn. Halleluja. Jetzt kommen wir weiter zu den drei Festen, die noch in der Zukunft liegen. Drei Feste, die in der Zukunft liegen, aber glaub mir, sie betreffen dich auch. Das erste ist nämlich das Posaunenfest. Oh, ich liebe das Posaunenfest. Wenn du schaust in 3. Mose 23, es wird nicht viel Worte verloren mit dem Posaunenfest. Aber das Posaunenfest ist der Aufbruch der Gemeinde und der Einzug in die Herrlichkeit Gottes. Die Posaune ist der Alarmruf, das ist der Marschbefehl. Ist der Marschbefehl. Du siehst es in 1. Thessalonicher 4, da heißt es, Jesus Christus selbst kommt. Und es ist Posaune da, da hast du die Posaune, da hast du diesen Befehlsruf, das heißt, Jesus kommt und er befiehlt, dass man kommt zu ihm hoch, zur Begegnung mit dem Herrn, Halleluja, in der Luft heißt es. Und dann nimmt er uns mit sich. Das passiert am Posaunenfest. Es ist auch gleichzeitig Einkehren in die ewige Ruhe. Man kann hier die Stelle 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17 lesen, aber schaut, 3. Mose 23, Vers 24. Dieses Kapitel hat es wirklich in sich. Da heißt es, es soll ein Ruhetag für euch sein. Ein Ruhetag soll es für euch sein. Schaut, an anderen Festen sollte man auch ruhen. Aber nur bei diesem heißt es, es soll ein Ruhetag sein. Amen. An diesem Posaunenfest ziehen wir ein in die Ruhe des Herrn. Da wird jetzt wirklich überhaupt gar nichts mehr, was wir irgendwie leisten müssen, was wir irgendwie, wo wir irgendwie noch gute Werke tun dürfen. Es ist Einkehr in die himmlische Ruhe. Das ist am Posaunenfest. Der Aufbruch der Gemeinde in die himmlische Herrlichkeit. Es schließt sich der Versöhnungstag daran an. Der Versöhnungstag beschreibt die absolute Demütigung vor Gott. Es klingt erstmal wunderbar und bei den Juden für sie ist es wie eine der größten Feiertage. Sie gehen und entschuldigen sich bei ihren Nachbarn, bei Familien, was auch immer. Sie gehen zu allen möglichen und entschuldigen sich. An diesem Tag sollst du quasi wirklich Buße tun. Aber die prophetische Bedeutung von diesem Fest findet man in Zacharja 13. Gott wird Israel vollkommen demütigen. Er wird die Kraft des Volkes Israel vollkommen zerbrechen. Zwei Drittel werden sterben, heißt es. Ein Drittel wird nur übrig bleiben. Jerusalem wird eingenommen werden. Die Frauen werden vergewaltigt werden. Die Häuser werden verbrannt werden. Es wird vollkommene Vernichtung kommen über Israel. Eine Grausamkeit, wie man sie nur selten der Menschheitsgeschichte angetroffen hat, wenn überhaupt. Das passiert an diesem Tag. Die absolute Demütigung vor Gott. Schaut euch Israel heute an. Sie sind stolz. Sie vertrauen auf ihre Armee. Sie vertrauen auf ihren Verstand. Sie haben Systeme aufgebaut, wo sie denken, sie könnten nicht überwunden werden. Sie sind allezeit bereit. Sie sind dem Feind taktisch, strategisch, in so vielerlei Hinsicht überlegen. Sie haben eigene Kampfkünste entwickelt, eigene Waffen, ganze Verteidigungssysteme haben sie entwickelt. Gott wird die Macht Israels zerbrechen. Komplett. Da wird keiner auch nur einen Pfeil mehr auf den Feind schießen können. Da wird keine Kraft mehr da sein. Vollkommene Demütigung. Das hieß es in 3. Mose 23, Vers 29. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Es werden nur noch die übrig bleiben, die sich demütigen vor Jesus Christus. Versteht ihr? Diese absolute Grausamkeit sorgt dafür, dass jeder Stolze tot ist. Jeder Stolze wird dabei
vernichtet werden. Die Demütigen bleiben übrig, die komplett gedemütigt sind, die nicht mehr auf eigene Kraft, auf irgendwas vertrauen. Die vertrauen auf nichts mehr. Sie sehen nur noch Jesus Christus. Es heißt, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Sie werden weinen. Sie werden Buße tun. Das ist der große Versöhnungstag. Er findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Es ist die Hinwendung von Israel zu Gott. Und dann das Laubhüttenfest. Halleluja. Ja, wir sind beim letzten Fest angelangt. Aber lasst es mir ein bisschen erklären, dass dieses Fest, es ist herrlich. Schaut, es soll daran erinnern, dass als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, dass sie in Laubhütten gewohnt haben. Das heißt, sie haben sich selbst diese Hütten zusammengebaut, haben Blätter und Zweige, haben alles genommen und haben sich Laubhütten daraus gebaut und haben zusammen gewohnt. Da konntest du dir keine Villa bauen, da konntest du dir keinen Palast bauen, da gab es kein Obergeschoss, das gab es da alles nicht. Da gab es auch nicht unbedingt verschiedene Räume. Du hattest eine Laubhütte und da haben sie alle drin gewohnt, haben sie alle zusammen drin geschlafen. Es war eine Gemeinschaft da, ein Zusammenleben ohne Mauern, ohne Abtrennungen. Ein Zusammenleben, komplett einmütig und beisammen. Das ist das Laubhüttenfest. Es ist das Fest, wo man dreimal sagt Gott, an diesem Fest sollt ihr euch freuen. Hier in 3. Mose 23, da sehen wir es in Vers 40, da heißt es, ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und dann in 5. Mose 16 in den Versen 14 und dann nochmal in Vers 15 heißt es, ihr sollt euch freuen an diesem Tag. Halleluja. Die Juden sagen es deswegen, sie sagen, Gott hat dreimal gesagt, dass wir uns freuen sollen an diesem Tag. Das heißt, wir sollen uns sehr freuen. Die Rabbis lehren sogar, wer die Freude vom Laubhüttenfest nicht kennt, der hat sich noch nie richtig gefreut in seinem Leben. Die freuen sich da richtig, die feiern, die tanzen. Es ist pure Freude. Manche gehen sogar so weit, und wir reden hier von den Ultraorthodoxen, von den Gesetzlichen, die sagen, an dem Tag darfst du dich besaufen. Da darfst du alles rauslassen, weil du sollst dich freuen. Dreimal hat es Gott gesagt. Für sie ist es so, als hätte Gott dreimal den kurzen Shot eingeschenkt. Die haben es nicht ganz, sie gehen drüber hinaus. Das passiert, wenn man den Heiligen Geist nicht hat. Man kommt zu kurz, man geht drüber hinaus, aber man trifft es nicht genau. An diesem Tag, und wohlgemerkt, vorher ist der Versöhnungstag. Es ist die Grundlage, dass nun von einem gemeinsamen Zusammenleben die Rede sein kann. Und dieses gemeinsame Zusammenleben, man kann es jetzt sich anschauen im tausendjährigen Friedensreich, Sacharja 14 zum Beispiel. Es ist davon die Rede, wie in diesem tausendjährigen Friedensreich selbst die Heiden kommen, um das Laubhüttenfest zu feiern in Jerusalem. Das heißt, man kommt zusammen, man feiert nicht Passa, man feiert nicht das Posaunenfest, man feiert nicht sonst irgendein Fest, man feiert das Laubhüttenfest. Das tausendjährige Friedensreich ist quasi das Laubhüttenfest auf der Erde. Im sichtbaren Bereich. Diese Erfüllung siehst du auch in Offenbarung 7. Diejenigen, die Gläubigen, die aus der Drangsal kommen, du siehst verschiedene Elemente vom Laubhüttenfest. Sie feiern das Laubhüttenfest. Diese Erfüllung findet man im tausendjährigen Friedensreich, aber auch schon heute. Zunächst mal, wir befinden uns in Johannes 14. Johannes 14, Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott selbst kommt und macht Wohnung in mir. Wer kommt alles? Es kommt Gott der Vater, Gott der Sohn, das lesen wir an diesen Stellen. Dann sehen wir auch noch an vielen anderen Stellen, dass der Heilige Geist auch noch kommt. Das heißt, die ganze Gottheit, die ganze dreieinige Gottheit quetscht sich da in meinem Herzen zusammen. Halleluja, da ist es schön eng. Ist es die himmlische Behausung für Gott? Nein, es ist im Endeffekt diese Laubhütte, diese einfache Laubhütte. Von außen nicht herrlich, von außen nicht besonders schön, von außen nicht mal richtig sichtbar. Aber Gott hat Wohnung darin genommen. Dieses Zusammenleben. Schaut, deswegen,
Halleluja, ich feiere jeden Tag Laubhüttenfest. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit heißt es. Ein Geheimnis, das man nicht versteht, Halleluja, wenn man es nicht erlebt. Das man nicht begreifen kann. Geh mal zu deinen ungläubigen Verwandten und erzähle ihnen, weißt du, wer in mir lebt? Weißt du, wer da in mir Wohnung genommen hat? Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist, die sind alle gekommen, die haben sich alle zusammengetan, haben entschieden, von heute an, ich lebe im Herzen von Tobi. Die werden dich anschauen und denken, oh, was ist bei dem denn passiert? Das ist das Laubhüttenfest, das versteht man nicht, wenn man es nicht feiert. Wer es nicht feiert, hat es nicht verstanden. Halleluja. Und dann gibt es hier noch etwas. An diesem Tag, an diesem Laubhüttenfest, es gab Verschiedenes, was an diesem Tag gefeiert wurde. Zum einen man hat sich als ganze Prozession aufgemacht. Man ist aus dem Tempel raus, man hat das Tempelgelände verlassen, man ist runtergegangen zum Siloa-Teich, hat dort Wasser geschöpft. Man hat dabei Jesaja 12 gelesen, wo es heißt, wir werden kommen und mit Freuden schöpfen aus den Quellen des Heils. Man ist hochgelaufen und hat das Wasser ausgegossen am Altar. Und als sie das gemacht haben, hat auf einmal jemand geschrien. Da hat auf einmal jemand geschrien. Hat alles unterbrochen, ne? Alles sind so feierlich geschritten, man hat das Wasser gebracht, man hat sich gefreut, man hat gesagt, Halleluja, wir schöpfen aus den Quellen des Heils. Und auf einmal schreit da jemand. Wir lesen davon in Johannes 7, Vers 37. Es ist Jesus Christus, der da schreit. Es ist Jesus Christus, der diesen Prozess einfach mal unterbricht. Alles war so feierlich, so würdigen Ernstes. Dann kommt der Jesus. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Was Jesus hiermit sagt ist, ich bin die Quelle. Ihr sagt, wir werden kommen mit Freuden schöpfen aus den Quellen des Heils. Hier ist die Quelle, sagt Jesus. Hier ist die Quelle. Wer Durst hat, kommt zu mir. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Jesus offenbart sich hier zum einen an als die Quelle, wo man hier gefeiert hat, wo man hier sich gefreut hat. Jesus hat gesagt, ich bin es. Ja, ich bin, ihr habt hier die ganze Symbolik schön vor euch. Ich bin die Quelle. Ich bin diese Quelle des Heils. Wer Durst hat, wer will ein Becher Heil haben? Halleluja. Wer hat Durst? Wer hätte gerne Heil? Wer hätte Erlösung? Kommt zu mir, kommt und trinkt. Das ist das Erste. Offenbarung 7, wo es auch um diese Gläubigen aus der Drangsal geht, da heißt es auch, er wird sie leiten zu Wasserquellen. Amen. Er wird sie leiten zu Wasserquellen. Hier geht es darum, in diesem Zusammenleben mit Gott, ist es Gott selbst, der mich erfrischt. Ist es Gott selbst, der mir dieses Wasser, dieses lebendige Wasser darreicht. Halleluja. Er selbst ist es, der mich mit Wasser versorgt. Ich darf weiden, ich darf mich daran erfreuen, ich darf daran wachsen, ich darf stark werden, ich darf leben dadurch. Jesus lebt in mir und dadurch lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und dann Vers 38, schaut, es heißt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wo steht im Alten Testament? Weil wenn es hier heißt, wie in der Schrift gesagt wird, es bezieht sich aufs Alte Testament. Wir könnten selbst das Neue Testament mit hinzunehmen. Wo steht, wer an Gott glaubt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen? Wo steht das? Das ist Jesus. Amen. Aber das bin nicht ich. Halleluja.
Aber es ist eine gute Parallelstelle. Aber schaut, es ist Jesus Christus, der Fels, der geschlagen wurde. Es ist Jesus Christus. Mose schlug den Felsen, es floss Wasser. Beim zweiten Mal sollte er nur noch reden. Es ist, in 1. Korinther heißt es, der Fels, der sie begleitet hat. Wo steht es? Diejenigen, die an Gott glauben, aus ihnen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich gebe dir einen weiteren Hinweis. Man hat dieses Wasser vom Siloah-Teich genommen, ist wieder hochgelaufen in den Tempel, hat es beim Altar ausgegossen, sodass es beim Altar runterlief und von da war es ein kleiner Rinnsal. Halleluja. Halleluja. Amen. Hesekiel 47. Die einzige Stelle, die damit einhergehen kann. Die einzige Stelle. Da es fließt aus dem Tempel raus, es fließt beim Altar und beim Altar fließt es dann weiter. Und es fließt und es wird ein Strom. Wisst ihr, an dieser Stelle wird deutlich, dieser Tempel von Hesekiel 47, der sind wir bereits im Geist. Dieser Tempel ist derjenige, der errichtet werden wird. Im tausendjährigen Friedensreich wird er errichtet werden und Jesus wird dort regieren. Es wird sein Regierungssitz sein. Es wird der Tempel sein, wo die ganze Welt kommt. Halleluja, es wird ein herrlicher Tempel sein. Wenn du dir die Ausmaße dieses Tempels anschaust, es ist gigantisch, es ist riesig. Da war selbst der salomonische Tempel nichts dagegen. Nichts. Aber da heißt es dann, von einem Tempel, der so riesig ist, der bist du heute im Geist. Der sind wir heute im Geist. Das gilt ganz speziell für jeden Gläubigen. So heißt es in Johannes 7. Die, die glauben, aus ihnen Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Amen. Halleluja. Jesus deutet Hesekiel 47 auf die Gläubigen. Auf die Gläubigen. Und diese Ströme, wenn du dir die jetzt anschaust, schaut, wir sehen, es wird im Neuen Testament deutlich, dass sowohl die Gemeinde als auch der einzelne Gläubige Tempel Gottes sind. Und nicht irgendein Tempel, sondern quasi das, was wir in Hesekiel 47 lesen, geistlich. Dieser Tempel aus Hesekiel, das ist die Gemeinde im Geist. Das bist du im Geist. Und aus dir sollen Ströme hervorgehen. Es beginnt als kleiner Rinnsal. Aber es soll am Ende zu einem Fluss werden, wo man nicht mehr drin stehen kann, wo man nicht mehr durchlaufen kann, sondern der fließt, der reißt quasi den Leuten den Boden unter den Füßen weg. So ein Strom lebendigen Wassers soll das am Ende werden. Es ist nichts, was man irgendwie imitieren oder kopieren könnte. So viele Gemeinden, so viele Mega-Churches versuchen, diese Ströme Gottes zu kopieren. Mit Soundeffekt, mit dem und jenem, mit emotionalem Lobpreis. Sie versuchen das alles so zu, ja, das haut die Leute quasi um. Sie versuchen, diese Ströme zu imitieren. Die Bibel sagt, du sollst ein Tempel Gottes sein. Die Gemeinde soll ein Tempel Gottes sein. Es sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und am Anfang ist es ein kleiner Rinnsal. Es beginnt als kleiner Rinnsal. Halleluja. Das heißt, du guckst auf die Quelle und sagst, da kommt ja gar nicht mal viel raus. Da ist ja gar nicht viel zu holen, oder? Aus einer Quelle, da kommt so ein kleiner Rinnsal bei raus. Versteht ihr? Versteht ihr? Was sagt Gott zu der Gemeinde von Philadelphia? Du hast eine kleine Kraft. Eine kleine Kraft. Oh, denk nicht, die Gemeinde von Philadelphia war schwach. Denke keinen Moment, die Gemeinde von Philadelphia wäre nicht so stark gewesen wie Laodicea oder sonst irgendeine andere Gemeinde. Nein, es ist ein kleiner Rinnsal. Ein kleiner Rinnsal, aber damit beginnt es nur. Woher wächst der? Da gibt es keinen Zufluss. So wächst normalerweise ein Fluss an. So wird normalerweise ein Fluss größer und breiter und tiefer. Nein, da ist kein Zufluss. Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist. Er nimmt einfach zu. Sein Wirken nimmt einfach zu. Halleluja. Schaut, es ist etwas Tröstliches dabei. Nämlich, du musst nicht von heute auf morgen Mann Gottes sein. Du läufst durch die Straßen Mannheims, dein Schatten fällt auf die Kranken und sie werden geheilt. Nein. Es beginnt als kleiner Strom. Es beginnt als kleiner Rinnsal. Es beginnt damit, dass Jesus
der Vater, der Sohn, der Heilige Geist einziehen in dein Leben. Dass sie sich da breit machen, dass ihr da wirklich eng zusammengekuschelt seid. Du kommst quasi an Gott nicht vorbei. So stell dir vor, du hast eine kleine Hütte und von heute auf morgen hast du auf einmal 5 Leute, die in deinem Wohnzimmer schlafen. Wenn du aufs Klo willst, du musst dich an irgendjemandem vorbeidrängen. Halleluja, so soll das Leben mit Gott sein. Halleluja, du kannst da nicht an Gott, man kann nicht nebeneinander herleben, wie in einem riesigen Palast, wo man den ganzen Tag laufen, da kann man den ganzen Tag laufen und sich trotzdem nicht begegnen. Nein, Gott hat wie in der Laubhütte Platz genommen in deinem Herzen. Du musst mit ihm zusammenleben, du musst mit ihm kommunizieren, du musst dich mit ihm abstimmen. Halleluja, so wie man sich abstimmt, okay, jetzt gehst du aufs Klo, dann der, so steht man sich mit Gott ab. Okay, Halleluja, ja, jetzt lesen wir erstmal, dann beten wir, Amen. So ist ein Zusammenleben mit Gott, eine lebendige Beziehung, ein beständiger Austausch mit Gott. Ein beständiger Austausch mit Gott. Und es beginnt ein kleiner Strom zu fließen. Ein kleines bisschen, eine kleine Kraft, ein kleiner Rinnsal. Von außen betrachtet, das fließt wie lang? 3-4 Meter und dann versickert es irgendwo in der Erde. Nein, nicht beim Heiligen Geist. Nicht beim Heiligen Geist. Es wächst an. Es wächst, auf einmal geht es schon bis zu den Knöcheln hoch. Und auch das ist schon ein Wunder. Es ist ein Wunder. Auf einmal geht es an die Knie, es geht höher. Auf einmal muss man schwimmen, auf einmal wird es so reißend stark. Und wo der Strom hinkommt, bewirkt er Leben. Wo der Strom hinkommt, wachsen Bäume auf und bringen Frucht. Und die Blätter sind Heilung, Halleluja. Wo der Strom hinkommt, ist das, was tot ist, auf einmal Leben. Das ist das Bild von Hesekiel 47. Das ist das Bild des Gläubigen. Es ist das Bild von dir selbst, von mir selbst. Halleluja. Das waren die 7 Feste des Herrn. Ich hoffe, dass wir verstehen, es geht hier nicht um Theorie, sondern jedes einzelne dieser Feste hat für mein Leben eine Bedeutung. Jedes einzelne dieser Feste ist wichtig für mein Leben. Ich komme an keinem dieser Feste vorbei, sondern ich darf jedes einzelne feiern. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Mit Jesus darf ich sie alle jeden Tag feiern. Ich darf sie feiern. Ich feiere Passa. Amen. Ich feiere, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich feiere das Fest der ungesäuerten Brote. Jesus hat mich gereinigt. Er hat mich gereinigt. Wisst ihr, wie lange ich versucht habe, mich selbst zu reinigen? Wisst ihr, wie lange ich versucht habe, selbst irgendwie gut zu sein? Oh, ich habe es lange versucht, nie geschafft. Ich feiere es in Jesus Christus. Er hat mich gereinigt. Er hat mich geheiligt. Ich darf darin leben. Halleluja. Wer da meint, wo da irgendein Schmutz meint, in mein Leben zu kommen, ich feg ihn wieder raus. Ich kick ihn wieder raus. Ich freue mich in diesem Fest. Ich feiere jeden Tag. Halleluja. Das Fest der Erstlingsgabe. Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er ist der Erste. Das heißt, ich kann auch einer in seinem Gefolge sein. Ich darf auch auferstehen in Christus Jesus. Ich bin auferstanden in Jesus Christus, in ihm. Halleluja. Die Bibel sagt, wir glauben, dass wenn wir mit ihm gestorben sind, dass wir auch mit ihm auferstanden sind. Indem ich seinen Tod feiere, indem ich seine Auferstehung feiere, feiere ich meinen Tod und meine Auferstehung. Halleluja. Halleluja. Es ist, als würde ich jeden Tag meinen Tod feiern und mein neues Leben in Jesus. Halleluja. Ich feiere Pfingsten. Es ist wunderbar, was Gott wirkt. Was Gott mit seiner Gemeinde wirkt. Ich feiere das Posaunenfest. Oder um es präziser darzustellen, ich bin in Vorbereitung auf dieses Fest. An diesem Fest werde ich mit Jesus Christus vereint werden. Und es wird sich erfüllen, was geschrieben steht. Wir werden vereint sein mit ihm alle Zeit. Alle Zeit werden wir bei ihm sein. Keinen Moment der Ewigkeit werde ich mehr woanders sein. Halleluja. Ich werde alle Zeit bei Jesus Christus sein. Ich werde nie wieder von seiner Seite weichen. Jesus befiehlt mir, zu sich zu kommen. Ich werde dem Befehl bis in alle Ewigkeit Folge leisten. Ich feiere den Versöhnungstag. Amen. War es nicht auch mein Versöhnungstag? War es nicht auch der Tag, an dem ich mich gedemütigt habe vor Gott, wo ich meine Sünden bekannt habe? Amen. Schaut, es ist wunderbar, wir feiern nicht nur Passa. Auch Israel, sie feiern nicht einfach nur Passa. Reicht es nicht aus zur Sühnung? Halleluja, am Versöhnungstag ist diese Demütigung da.
Schau, beim Passa, wer wurde gedemütigt? Ägypten, nicht Israel. Israel wurde nicht gedemütigt am Passafest. Der Feind wurde gedemütigt. Amen, der Feind, nicht Israel. Und so ist es auch am Kreuz. Wer wurde dort gedemütigt? Der Feind. Der Feind wurde dort gedemütigt. Er wurde dort, das heißt in Kolosser, er wurde vollständig entwaffnet, er wurde an den Pranger gestellt, er wurde gedemütigt. Wo ist meine Demütigung? Die muss auch passieren. Die muss auch kommen. Ich muss mich demütigen vor Gott. Ich muss Buße tun vor Gott. Halleluja. Und dann darf ich versöhnt sein mit ihm. Und ich feiere das Laubhüttenfest, dass er in mir wohnt, dass er in dir wohnt. Es ist etwas, die Bibel sagt, Engel versuchen hineinzuschauen. Sie verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. Amen. Schaut, Engel sind alle Zeit vor dem Thron Gottes. Amen. Sie stehen vor dem Thron Gottes. Sie sehen jeden Moment. Und zwar bevor es die Erde überhaupt gab. Sie sehen seit der Ewigkeit. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes. Aber die Bibel sagt, es gibt etwas, da versuchen sie hineinzuschauen, aber sie sehen es nicht. Sie können es nicht begreifen. Sie haben davon gehört, aber sie verstehen es nicht. Etwas, was Engel nicht verstehen, was für Engel zu hoch ist. Christus in uns. Das versteht ein Engel nicht. Das kann er nicht verstehen, weil Gott lebt nicht in den Engeln. Engel sind Geister, die Gott dienen, aber es ist nicht der Geist Gottes in den Engeln drin. Aber der Geist Gottes ist in mir. Der Geist Gottes ist in dir. Er ist in jedem, der gläubig geworden ist. Halleluja, der sein Leben Jesus gegeben hat, der mit Jesus lebt. Halleluja, Christus in uns. Christus in uns. Und nun darf aus uns dieser Strom fließen. Ein Segen für andere zu sein, ist die letzte Aussage dieser 7 Feste. Die letzte Aussage auch von meiner Lehre. Es geht nicht nur darum, dass wir Jesus feiern, dass wir dankbar sind für alles, was wir haben. Es geht auch darum, dass man das weitergibt. So wie dieses Wasser, das aus dem Tempel herausfließt. Es fließt aus dem Tempel heraus. Es kommt sogar zum Toten Meer und es macht es wieder lebendig. Es bewirkt Leben dort, wo Tod ist. Es bewirkt Heilung dort, wo Krankheit ist. Es bewirkt Fruchtbarkeit dort, wo jetzt Unfruchtbarkeit ist. So sollen wir ein Segen sein für viele. So sollst du ein Segen sein für dein Haus, für deine Familie, deine Verwandtschaft, deine Arbeitskollegen, deine Schulkameraden. Egal, wo du dich bewegst, dieser Strom des lebendigen Wassers soll fließen. Amen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns dem Herrn danken, dass wir feiern dürfen. Halleluja. Dass wir uns freuen dürfen über so viele verschiedene Dinge. Ich habe dir genug Feste gegeben, worüber du dankbar sein darfst. Lass uns beten. Lass uns sagen, Herr, ich danke dir für deinen vollkommenen Plan. Ich danke dir, dass du etwas in dein Wort hineingelegt hast, das so herrlich ist, das so kostbar ist, das so wunderbar ist. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass ich diese Feste jeden Tag feiern darf, dass ich mich freuen darf in Jesus Christus. Oh, ich darf mich freuen in dir. Ich darf mich freuen. Oh, Herr, ich danke dir. Oh, ich danke dir. Ich darf jeden Tag 7-mal feiern. Ich darf feiern. Aber vor allem, Herr, ich will mich daran erfreuen, dass du in mir lebst und dass das etwas dass das eine Auswirkung hat. Das ist aus meinem Herzen strömt. Oh, das ist strömt. Und auch wenn es am Anfang klein und schwach erscheinen mag, auch wenn es am Anfang als etwas erscheinen mag, was gleich wieder verändert, was sofort wieder gestoppt ist, was sofort wieder versickert, ich danke dir, Herr, dass du das bisschen, was daraus kommt, dass du einen gewaltigen Strom daraus machst. Einen gewaltigen Strom, den man nicht mehr durchschreiten kann, der Leben bringt, der Heilung bringt, der Fruchtbarkeit bringt. Danke, Jesus Christus. Oh Herr, ich will ein solcher Strom. Ich will, dass ein solcher Strom aus diesem Haus fließt, aus dieser Gemeinde. Ich will, dass ein solcher Strom aus meinem Herzen fließt. Ich will, dass ein solcher Strom größer wird und anwächst und immer weiter anwächst. Oh, dieser Strom soll anwachsen. Oh, Rekasante, Rekisanta Kappa. Dieser Strom soll Leute, ja, diese Leute dürfen nicht mehr auf ihren Füßen stehen bleiben können. Sie sollen nicht mehr dagegen ankämpfen können. Dieser Strom
Oh, dieser Strom soll unaufhaltsam sein. Dieser Strom, Halleluja. Oh, Reka Sante Rebeke Santa Reka Bamasa Reka Santa Reka Seto Kobe Re Mareka Santa Baba Reka Sante Reka Santa. Oh, ich will dieser Strom sein. Ich will dieser Strom sein für dich, Herr. Oh, Rabba Masi Reka Santa Baba 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 Mareka Santa Baba Baba Reka Seto Kobe Re Mareka Santa Reka Santa Kaselo Bortoni. Nella bada nella casa bada nella 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 bada nella. Dass wir die Feste wir feiern. Wir beugen uns und beten an vor dem Throne Jesus. Barmherzigkeit und Liebe fließen vor dem Throne Jesus. Wir beugen uns und beten an vor dem Throne Jesus. Barmherzigkeit und Liebe fließen vor dem Throne Jesus. Wir singen heilig, heilig, heilig. Wir singen heilig, heilig, heilig. Wir singen heilig, heilig, heilig. Bist du Herr? Rika Baba Baba Basha, Halleluja. Heilig bist du, Herr. Diese Feste, Herr, es sind deine Feste. Darum heißen sie auch Feste des Herrn. Herr, du bist im Mittelpunkt von jedem Einzelnen. Du bist derjenige, der jedes einzelne dieser Feste erfüllt, der das Wesen von alledem ist. Oh, ich will auf dich schauen, Jesus. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass ich dich sehen darf. Bei jedem, ja, im ganzen Alten Testament, von Anfang bis zum Ende. Ich darf dich sehen. Und Herr, ich will dich sehen. Ich will dich noch mehr sehen. Ich will dich noch klarer und deutlicher und mehr herangezoomter sehen. Ich will dich sehen in deiner Herrlichkeit. Ich will dich sehen, wie du wirkst, was deine Pläne sind. Oh, Halleluja. Ich will sehen, Halleluja, wie du dich von Anfang an bis zum Ende bewegst. Oh, ich will deine Bewegung sehen. Oh, ich danke dir, dass ich dich selbst in jedem dieser Feste sehe. Oh, ich will dich sehen. Oh, öffne meine Augen. Öffne meine Augen, dass ich dich sehe. Oh, Rekaba Mareke Sante la Rashi. Rea Shelero Kaselebe. Rekebeke Santo le Rekaba Mashanta Kababa Mare. Herr, ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Halleluja. Morekaba. Morekaba. Rebea Rabba Maseke Bere. Peke Santo Kababa Maseke Dara. Le barakata sala barana na shala bara le barana na sakata le bogoto sala barana na bara le bogoto sala barana kata sala barana na bara le bogoto sala barana na la barakata le bogoto sala barana na la barakata sala barana kata le bogoto le barana na la barakata sala barana le bogoto ne de bara le barana kata le barana na sala barana kata le bogoto na Nala barana katale barana, nala barakata salabana katoshe, ne barale barana, na barale bogoto salabana rikoto la barana, na barale bogoto na katashe la bogoto na, nala barakata la bogoto ne, ne la barakata la bankatana, nala barakata salabana le bogoto le barana, nala barakata salabana le bogoto na, nala barakata salabana le bogoto ne katala barana, ne. Wie ein Kind zu seinem Vater, so darf ich vor dich kommen. Oh, ich danke
Halleluja. Danke. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß. So groß, oh, du thronst über allem. Du thronst, oh Herr, ich danke dir. Danke, dass du thronst über dem Lobpreis deines Volkes. Oh, wir wollen den Lobpreis groß machen. Oh, wir wollen dir einen Thron hier bereiten in unserer Mitte. Oh, wir wollen dir einen Thron bereiten, auf den du dich setzen kannst. Oh, wir wollen dich loben. Wir wollen mit Lobpreis und Anbetung, mit Anbetung in Geist und in Wahrheit, wollen wir vor dich kommen. Oh, dir die Ehre. Dir die Ehre. Oh, ich will mich vollständig und ohne irgendetwas noch davon auszuschließen. Ich will mich demütigen vor dir. Ich will mich demütigen und beugen vor dir. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du so mächtig bist. Danke, Herr, dass du so groß bist. Oh, vor dir bin ich wie ein Staubkorn. Vor dir bin ich wie ein Wurm. Aber du erhöhst. Du nennst mich dein Kind. Ich danke dir. Oh, so will ich mich demütigen vor dir. So will ich mich beugen vor dir. So will ich dir Danke sagen. Oh, so will ich mich an dir erfreuen. Danke dir, ich will mich erfreuen an diesem gemeinsamen Leben, diesem Zusammenleben. Danke. Wir freuen uns an dir. Du bist der Herr. Danke, Jesus. Danke dir, Halleluja. Lass uns in Zungen beten, Geschwister. Die Sprache, die uns der Vater gegeben hat. Mareasche, Lerea, Santo, Papa. Mereka, Seto, Kore.
Halleluja. Danke, Jesus Christus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke. Herr, ich danke dir, dass wir uns jeden Tag freuen dürfen, dass wir jeden Tag feiern dürfen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh Herr, öffne du uns nur noch mehr die Augen, dass wir dich sehen, dass uns dies nur noch mehr aufgeht. Dieses Geheimnis, das du in uns offenbarst, dass du Wohnung genommen hast in uns. Oh Herr, ich danke dir. Ich kann nicht aufhören, dir dafür zu danken, bis in alle Ewigkeit. Denn das ist etwas, was zu wunderbar ist, als dass mein Verstand es ergreift. Aber mein Herz freut sich. Mein Herz jubelt. Danke, Herr. Danke, Herr. Öffne uns auch mehr und mehr die Augen, dass wir sehen, was im Alten Testament alles auf dich hinweist. Öffne uns die Augen, um zu zeigen, dass alles auf dich hinweist. Dass alles von dir Zeugnis ablegt. Dass alles dich verherrlicht. Oh Herr, ich will es noch mehr sehen. Ich will es sehen und begreifen und dich preisen. Ich will mein Gott loben, denn er ist über allem. Amen. Halleluja. Amen. Dir die Ehre. Halleluja. Herr, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir, dass du uns zu einem Volk des Eigentums berufen hast. Zu einem Volk, das dir allein gehört. Zu einer Schafherde, die auf die Stimme ihres Hirten hört. Ja, wir haben einen gemeinsamen Hirten, von wo wir auch immer herkommen. Aus welchem Winkel der Erde der Gläubige auch kommen mag. Wir haben einen Hirten in Jesus Christus. Ich danke dir, Herr, für meinen Bruder und meine Schwester. Ich danke dir dafür, dass wir miteinander dich preisen dürfen, dass wir dich in einer Sprache erheben dürfen, die niemand kennt, die der Feind nicht versteht, die zu wunderbar ist für ihn, die ein Feuer für ihn ist. Halleluja, es vertreibt ihn. Er kann nicht bleiben in dieser Gegenwart der Anbetung der Gemeinde. Oh, in der Anbetung der Gemeinde ist für den Feind kein Raum mehr. Oh, er muss raus im Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Yeshua. Rekabama rekasa. Danke, Herr. Te rekasan, te rekasan, tu rekalababara. Berea kababama rekasetele. Rekesento rekabashe. Rekashelheveshe. Rokobe me rekasan, tu kobeke le rekasata bababara mamasha. Le rekabama rekasito kushanta re. Le bebe be rekababa. Rakasan, tu bebe ki rekasan, tu kobe le rekasata. Danke, Jesus.
Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Christus. Herr. Danke. Ich segne die Gemeinde. Danke. Ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, der auch online dabei ist, im Namen Jesus. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er sei dir gnädig. Oh, er höre nicht auf, dich zu stärken im Geist, dich zu gründen, zu festigen. Halleluja. Er höre nicht auf. Er höre nicht auf, dich heranwachsen zu lassen im Geist. Er höre nicht auf, aus dir Ströme lebendigen Wassers fließen zu lassen. Halleluja. Sei gesegnet im Namen Jesus. Der Herr mit euch. Amen. Halleluja. Gottes Segen an alle. Kommt auch gut nach Hause. Genießt die Zeit, die wir noch haben dürfen. Diesen Austausch, die Gespräche. Amen. Wenn dir irgendwas auf dem Herzen ist, vertraut dich deinen Geschwistern auch an. Wir wollen füreinander eintreten, auch vor unserem Vater im Himmel. Amen. Der Herr mit euch.